Hallo zusammen. Wir hatten uns angeschaut, vom Rechteck über ein Rohr zu einem Stamm, zu einem Baum. Und wie wir das gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Gut, du zeichnest dir einfach mal ein Rechteck. Und das bauen wir jetzt aus, so wie auch bei dem Kreis oder bei den Kegeln. Wir schummern also, indem wir von einem dunklen Ton zum helleren Ton kommen, weil hier oben haben wir das Licht. Ich lege mir hier nochmal einen hin. Dieses Rechteck belegst du wie immer anfangen mit einem sehr hellen, gleichmäßigen Tonwert. Denk daran, Bleistift flach liegen, umso schöner kannst du schummern. Und wir bleiben wieder in den gegebenen Linien, diesmal eben von rechts nach links. So, jetzt haben wir hier einen gleichmäßigen Tonwert. Den arbeiten wir jetzt von unten nach oben aus. So, ich mache mir hier unten nochmal eins hin. Jetzt fange ich hier unten an der dunkelsten Stelle an und taste mich langsam nach oben. Das ist übrigens ein 3B-Stift, den ich hier habe. Und hier muss ich ja dunkler werden. Je weiter ich nach oben komme, umso mehr nehme ich den Druck raus, um wieder in den ursprünglichen Tonwert zu kommen. Das haben wir alle schon gesehen bei Kreis und Kegel. So, und das darfst du jetzt auf deine ganze Fläche machen. So, und jetzt kannst du erkennen, dass ich jetzt ein Rohr habe, auf das ich frontal drauf schaue. Wenn ich jetzt noch hier die Seiten verändere, das zeige ich dir jetzt. Ich mache mir also noch mal hier so ein Stück. Wenn ich jetzt die Seite hier noch ein bisschen rund einzeichne, dann hat man das Gefühl, das wird jetzt ein Rohr. Auf der anderen Seite auch, aber in die gegengesetzte Richtung, weil ich kann ja nur entweder in diese Seite reinschauen oder in diese Seite reinschauen. Also passe ich mir das hier an. Und mein Rohr ist fast fertig. Das Licht kommt von links. Das heißt, hier innen drin auf der Seite ist eigentlich die hellste Seite. Hier oben auf der hinten liegenden Seite ist die dunkelste Seite. Damit ich aber innen von außen unterscheiden kann, muss ich hier einen anderen Tonwert nehmen und darf deswegen hier schon mal gleich etwas dunkler anfangen und werde nach unten immer heller. Tonwert anpassen.
Hier auch, und du siehst, jetzt habe ich ein Rohr und ich kann hier reinschauen. Jetzt haben wir aber gesagt, aus diesem Rohr kann man schöne Dinge machen, wie zum Beispiel einen Stamm. Wenn ich dieses Teil jetzt hier nochmal mache, sehr wohl auch abgerundet an den Seiten, aber so arbeite, dass ich hier keine Öffnung habe, sondern eine Fläche, dann kann ich daraus einen Stamm machen, also einen Baumstamm, der liegt. Jetzt gehe ich mit dem Ganzen hier gleich noch ein bisschen Schatten dazu. Hier unten etwas konkreter arbeiten mit dem Tonwert, ziemlich dunkel. Das ist der Schlagschatten. Auf die Richtung achten. Ein bisschen eingrenzen. Und sachte arbeiten. Und schon liegt das Teil irgendwo auf dem Boden. Jetzt haben wir aber gesagt, das hier soll jetzt ein Stamm werden. Das heißt, ich habe mehr oder weniger hier die Stelle, wo mein Ast oder mein Stamm zerschnitten worden ist. Deswegen einen gleichmäßigen Tonwert. Ich muss nicht darauf achten, dass ich hier irgendwo rein. Schau, jetzt machen wir daraus aber mal einen Stamm, wo noch ein Ast dran ist. Ich lege mir den Ast, so wie ich ihn haben möchte, an dem Baum dran. Denk dran, der Ast kommt immer weich aus dem Stamm raus. Ja, das ist also nicht hier angestöpselt, da hat keiner ein Loch gebohrt und einen Stecken reingesteckt, sondern es kommt ganz sanft hier raus. Hat an der obersten Stelle, wo das Licht ist, den gleichen Tonwert wie hier, nur hier unten drunter ist es wieder dunkler. Weil auch der Ast rund ist und noch dazu unten drunter im Schatten liegt. Wenn ich jetzt mir hier noch so Risse reinmache, dann kann man auch das Gefühl haben, aha, der Stamm ist dort zerborsten. Wir haben hier eine Verletzung in der Rinde. Das Papier ist insofern sowieso gut für einen Baum auch oder für so leicht kruschelige Strukturen, weil die Körnung einfach das darstellt, als wenn ich hier tatsächlich schon eine Art von Rinde habe, ohne die groß ausarbeiten zu müssen. So, jetzt haben wir hier vom Rechteck über ein Rohr zu einem Baumstamm. Und jetzt machen wir daraus einen Baum. Wir stellen ihn quasi hin. Der Baum an sich hat ja gerne hier unten einen etwas dickeren Stamm. Hier unten hat er Wurzeln, die irgendwann in die Erde reingehen, siehst du, und aus diesem Stamm tun ja unsere Äste und Zweige wachsen. Und hier ist es sehr schön, wenn du sagst, okay, ich lasse den Ast rund kommen, einen weichen Bogen aus dem Stamm heraus. Seht ihr, die verjüngen sich ja, die werden also dünner. Und haben eventuell sogar noch einen hier aus der Mitte raus. Ja? Wenn ich den Stamm jetzt hier ausarbeite, Licht haben wir wieder hier. Das heißt,
Ich bin hier unten dunkel, ich bin hier dunkel und ich bin hier dunkel. Ja, weil das Licht kann hierhin, hierhin und hierhin. Also die Unterseite oder der Sonne entgegengesetzte Seite ist immer die dunklere. Zunächst tun wir aber das mal so machen, dass wir hier einen gleichmäßigen Auftrag bringen. Der Tonwert schön gleichmäßig bleibt. Bleibt mit den Außenlinien von eurer Strichführung her macht es das Ganze einfach. Und jetzt kann ich anfangen, mir das Stück für Stück zu auszuarbeiten, indem ich hier einen dunkleren Tonwert anlege und ganz sachte wieder in den ursprünglichen Tonwert zurückfinde. Macht jetzt erstmal den Stamm. Auch diese Oberfläche ist dunkler als diese Oberfläche, weil ich da eigentlich kaum mehr Sonne habe als hier, da ja der Baum in seinem eigenen Schatten steht. Also hier sind wir dunkel, hier sind wir gleichmäßig und hier werden wir wieder heller. Hier sind wir dunkel, aber je weiter ich nach unten komme, umso mehr komme ich wieder in diesen Tonwert hier rein. Wenn es beim ersten Mal nicht genug ist, schummert ihr einfach nochmal drüber. Das ist die Grundlage unseres Baumes. Fertig. Jetzt hat er aber hier in der Mulde, wo sich der Stamm teilt, gerne auch nochmal von oben eine Aufteilung. Die lege ich mir jetzt hier nochmal dunkel an. Seht ihr, jetzt sehe ich das schon. Aha, das sind jetzt zwei Wölbungen, die da im Baum sind. Hier unten auch nochmal. Ein bisschen Eigenschatten mitgeben und dann generell erstmal hier drin sowieso dunkel machen und dann baut sich der Schatten des Baumes auf und verliert sich. Nein, ich habe jetzt hier nichts, weil ich habe ja theoretisch auch noch mir keine Blätter angelegt. Also reicht es einfach mal, um das malerisch darzustellen. Mehr brauchst du nicht. So, hier, da wo die Astgabeln sich teilen, bin ich gerne auch etwas dunkler. Und auch hier, weil ich ja hier den Schatten von diesem Ast habe, das gleiche hier. Und dann komme ich in meinen Stamm mit Ästen. Jetzt haben Bäume ganz gerne auch mal eine Schnittwunde, weil da ein Ast war oder Baumkrebs oder sonst was. Da
Das kannst du ganz einfach darstellen, indem du dir eine Ellipse machst. Ja? Und ich möchte jetzt von der rechten Seite reinschauen, das heißt, der Kranz ist aber doppelt gelegt hier. Ich schaue von rechts rein, links ist die tiefste Stelle. Deswegen fange ich da an und je weiter ich nach vorne komme, umso heller werde ich. Hier unten bleibe ich auch ein bisschen dunkler, um die Rundung und das Hineinschauen zu unterstützen. Jetzt müssen wir aber hier außen auch noch mal machen. Ich unterstelle jetzt also hier, dass hier die Baumrinde ist. Und wenn die Baumrinde da ist, dann kann ich zwar schön erkennen, wie es da drinnen ausschaut, aber diese Wulst um die Verletzung kann ich nicht erkennen. Ich brauche es also hier etwas dunkler, hier hell, hier ein bisschen dunkler. Seht ihr? Und kann sie immer noch nicht wirklich erkennen. Deswegen darf ich durchaus auch hier nochmal so eine zarte Notiz machen und vom Baum her von mir aus, dass das nicht nur so als Strich liegt, sondern hier den Ast auch so ein kleines bisschen ausarbeiten, damit das Ganze dann etwas malerischer aussieht und aber nicht als so wahnsinnig mit einer Kontur umgeben. Seht ihr, so könnte also euer Astlöchlein aussehen. Das ist jetzt sehr groß, das hat hier natürlich keinen Platz. Ich unterstelle jetzt mal, dass es hier drin liegt. Das heißt, diesmal drehe ich die Sicht um. Ich gucke jetzt also von der anderen Seite rein. Ich gucke jetzt von hier aus rein und arbeite mir noch ein bisschen Stamm an. Und brauche es aber hier ein kleines bisschen heller, deswegen helfe ich mir jetzt mit dem Radieren. Und so kann ich jetzt hier reinschauen. Jetzt haben wir aber nicht nur Stamm und Äste, sondern wir haben ja auch noch so Zweige, das heißt, es teilt sich hier nochmal. Und dann kommen hier noch die ganz kleinen Zweige dazu. Macht nicht zwingend nur Striche, sondern gibt dem Ganzen so ein kleines bisschen Schwung mit und immer darauf achten, fahrt ruhig hier entlang und lasst es aus diesem Bogen rauskommen, dann seid ihr immer auf der richtigen Seite und hier ist auch ein kleiner Bogen. Ja? Jetzt haben wir da Blätter, ich kann aber nicht jedes Blatt, doch ich könnte schon, aber ich möchte nicht jedes Blatt einzeln zeichnen. Deswegen zittern wir und zwar kontrolliert. Seht ihr, also wenn ich mir jetzt hier so in alle Richtungen dieses kontrollierte Zittern anlege, dann reicht es schon. Denkt nur dran, am Ast selber ist das meiste Blattwerk und da ist es relativ dicht. Und je mehr ich nach außen komme, umso mehr öffnet sich das auch und das Ganze wird lichter. Also auch
mit dem Druck aufpassen. Hier dürft ihr gerne dunkler sein und dichter, und je mehr ihr nach außen kommt, umso sanfter werdet ihr und man kann das Ganze etwas plastischer darstellen. Also, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man von einem Quadrat über ein Rohr zu einem Stamm, zu einem Baum kommt. Wir haben ein Astloch gesehen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben jetzt die wichtigsten Sachen zusammen, also einen Kreis, einen Kegel und ein Rechteck. Wir können mit diesen drei Techniken uns schon wunderbar ein schönes Stillleben erarbeiten und das zeige ich euch dann im nächsten Video.